Weiter geht es mit einer neuen Folge Watch Dogs 2. Freut mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und natürlich auch ein Dankeschön an die Menschen, die die letzte Folge mal wieder so zahlreich bewertet haben. Wir machen weiter mit der Story. Horatio, unser Freund, wurde eiskalt ermordet von einer rivalisierenden Gang und jetzt werden wir die ganze Gang auseinandernehmen. Die Drogen wurden verbrannt. Die Drahtzieher wurden schon stellenweise erledigt. Jetzt fehlt nur noch einer. Nämlich der große, böse Obermacker. Der Häuter. Wie komme ich da oben hin? Ah, sag nicht, wir müssen klettern. Okay, wahrscheinlich müssen wir entweder das hier verwenden oder Marcus ist stark genug. Alter, Marcus. Ich wette, dein Vorfahre war eine Assassine. Ja, du bist ja wirklich wahnsinnig gut im Klettern. Hey. Retro. Was geht hier ab? In dem Gebäude da gibt's Hundekämpfe. Da war wohl mal ein Hallenbad oder sowas. Zutritt ist nur für Mitglieder. Komm ich da irgendwie rein? Ich glaube, dass du durch das Restaurant reinkommst. Viel Glück, Mann. Können wir dir irgendwie helfen? Danke. Wir dürfen nicht auffallen. Ich gehe allein rein. Okay, wir gehen alleine rein und da drüben wird rumgeklettert. Noch eine Assassine. Alles klar, Marcus. Dann legen wir mal los. Wahnsinn, oder er kann alles mit Waffen umgehen, hacken, Akrobatik. Der Typ ist ein Übermensch. Muss man leider so sagen. Ey, yo. Hey, was Mann, geht's? Haben Sie das aus dem Restaurant? Schmeckt wie Scheiße. Sie sehen nicht gut aus. Hab mich beschwert und die Typen da haben mich verprügelt. Wenn Sie rein wollen, meiden Sie die Arschlöcher. Alright, alright, alright. Wie gehen wir es an? Ich könnte den hier tasern. Oder wir rennen einfach auf ihn drauf zu. Oh, er geht weg. Angenehm. Schon mal sehr, sehr angenehm. Jetzt gehe ich erstmal hier hin. Ein wenig hier wieder die Gegend checken. Alles klar, der hier muss weg. Das ist einer von den fetten Jungs. Wenn ich jetzt hier losballer, dann habe ich wahrscheinlich jeden hier alarmiert. So, den da oben will ich auch noch markieren. Wie, die wissen, wo ich bin? Jetzt kommt der Penner hier. Sehen die mich wirklich? Kann doch nicht sein. Tja, dann wohl auf die harte Tour. What the fuck? What the fuck? Das wird sicher einen ganzen Haufen Teskas auf den Plan rufen. Die Hundekämpfe sind super laut. Schließ einfach alle aus, wenn's geht. Das müsste reichen. Der eine hier rennt weg. Hat schon genug. Okay, hier oben ist jemand. Sniper. Hep. Ich komm zu dir, mein Freund. Haben die mich jetzt gesehen oder haben die mit dem... Jetzt geh doch hoch! Ach, komm schon. Wo ist der andere? Auf der Seite hier. Ist erstmal hier hoch. Komm schon! Oh, wow, 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 wow! Gott sei Dank wurde ich nicht getroffen. Dude! Nein, du sollst runter! In Deckung gehen. Ubisoft, jedes Mal diese Ich-bleib-überall-kleben-Steuerung. So, hier, Schwanz weggeschossen. Alles klar, Freunde, wie komme ich rein? In den Schuppen hier. Erstmal hier mitnehmen. Jede Menge Bargeld. So, dann schauen wir mal, wie wir hier am besten reinkommen. Jeder ist tot. Das hat niemand mitbekommen. Aha! Da geht's rein. Warum habe ich auf einmal einen grauen Bart? Plötzlich alt. Das sind schon Schweineteile, oder? Da oben. Naja, wahrscheinlich hängt da auch ein bisschen Mensch mit rum. Da wurde alles reingewurstet. Schweine, Menschen, Hunde, Hühner. Riecht irgendwie nach Falle, oder?
ob ich da lebend wieder rauskomme. Marcus? Okay, wir können schießen, ja? Das geht aber ganz schön weit nach unten. Ab in die Tiefen. Alles klar, jetzt wird es schmutzig. Bitte nicht, Pablo. Okay. Dann wohl lieber die Hunde. Okay, die Mission erinnert mich extrem an Teil 1. Da gab es ja auch diese Gang-Mission. Ach, kommt schon. Die armen Hunde. Wir müssen das unbedingt unterbinden. Packen wir es an. Auf jeden Fall. Schaut euch die Hunde an. Die wollen gar nicht sich fetzen. Krank, oder? Als Hundebesitzer absolut angewidert. Eigentlich sollte jeder Mensch von sowas angewidert sein. Scheiße, Mann. Wer gewinnt? Der eine hier sieht aus wie so einer, der schon 100 Kämpfe hinter sich hat. So ein richtiger Killer. Der andere ist so ein Jungblut. Ich glaube, hier sehen wir gar kein Ende. Obwohl. Na, wir scheint nicht. Die simulieren. Tun nur so. Richtig so, Jungs. Für irgendwelche Idioten zu sterben. Nope. Okay, wir brauchen meinen besten Freund. Little Jump. Und der muss irgendwas Krasses machen. Ah, da drüben ist ein Hund. Oh, warte mal. Wenn der Hund hier befreit wird, drehen dann die Hunde durch und attackieren die Wärter. Komm schon. Yes! Freiheit für die Hunde! Richtig nice. Hast du gut gemacht, Junge. Und jetzt geh mir nicht auf den Sack, ja? Danke. Okay, ich komme hier durch. Der hier ist erledigt. Aber wie komme ich hier weiter? Wie komme ich hier weiter? Wo gibt's noch einen Durchgang? Alles klar. Oh, fuck! Sorry. Der Hund schläft nur. Keine Sorge, dem geht's gut. Hat er irgendwas für mich? Ein bisschen Kleingeld? Aber da komme ich ja gar nicht durch. Haben wir noch einen anderen Weg? Geht's irgendwo hoch? Auf eine andere Ebene? Oder komme ich hier durch? Nö, hier ist zu. Warte mal, vielleicht komme ich mit der Kamera an Bams. Dann hier hin. Brauche natürlich erstmal hier den Zugang. Du da? Aha! So, wir haben den Zugang. Es gibt immer einen Weg für Marcus. Fuck. Okay, wir müssen nur den Häuter töten. Wie ist egal, er muss nur tot.
Lass mir durchsneaken. Und dann cool bleiben. Ay caramba! Ich hab ihn! Zeig dich! Alter! Wie es wegsteckt! Wow, come on! Okay, der hat's einfach weggesteckt. 3, 2, 1. Na gut, daneben noch ein Versuch. Der Typ scheint ziemlich hart im Nehmen zu sein. Die Stelle war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Bloß die Planung. Komm schon, komm schon, komm schon. Renn hier durch. Alles klar, die ist lahmgelegt. YOLO. Ein Problem weniger. Aber wie hole ich mir die da oben? Die geht mir auf den Sack. Wie komme ich da am besten hin? Hochklettern? Kann ich irgendwo hier hochklettern? Marcus ist doch immer so fit. Nur nicht heute, oder wie? Alles klar, wir gehen jetzt gleich hier durch. Und dann hole ich mir den hier. Wie ein Konflikt. Warum auf einmal ein Konflikt? Kann ich den ablenken? Ist abgelenkt. Das ist für Horatio, Bitch. Ist tot. Und es hat niemand mitbekommen. Scheiße, Mann, es hat niemand. Wahnsinn, oder? Richtig gut. Sehr gut, Marcus. Verschwinde lieber von da, so schnell es geht, Marcus. Alter, wie ich da einfach reinspaziert bin, ihn weggenockt habe und wieder gehe. Fuck, ich bin wirklich Assassino. Geschafft. Die Teskas legen sich nicht mehr mit uns an. Marcus, komm zurück in den Hackerspace. Kleine Trauer für Horatio. Naja, wir haben Rache genommen. Aber es bringt trotzdem nichts, oder? Unser Freund ist tot. Und durch unsere Taten wird er auch nicht wieder lebendig. Nur warum genau haben sie ihn umgebracht? Nur wegen irgendwelchen Infos oder Fähigkeiten? Ich weiß nicht, das kam mir ein bisschen zu radikal vor. Klar, es sind wilde Tiere. Wir haben sie alle, Mann. Ich war nicht schnell genug da, Bruder. Scheiße, Mann. Die Teskas hätten sich jeden von uns schnappen können. Mich, dich, Josh. Jeden von uns. Sie haben Horatio erwischt. Und er hat sich geweigert, uns zu verraten. Ich komme auch gleich nach, Mann. Okay, wie können wir jetzt noch weitermachen, oder? Ich meine, das war eine harte Nummer. Eine richtig harte Nummer. Aber wir scheint bleiben alle cool. Tja, er war nur schwarz. Ich bin auch schwarz. Vielleicht geht's mir deswegen so nah. Okay, jetzt kommen erstmal wieder hier Infos rein. Ray, mein Freund. Marcus. Leute, ihr habt hier in der Stadt ziemlich einen Wirbel gemacht, Mann. Ich stehe nicht auf den stolzigen Kram, aber... Ich weiß das zu schätzen. Ehrlich. Ah, ich hänge an der Küste. Komm vorbei, wenn ihr für euren größten Job bereit seid, Baby. What? Moment, du bist doch hier drüben, Ray. Du bist hier drüben. Merkwürdig, es gibt zweimal Ray. Irgendwie ist es komisch, wenn sich Hacker um ihre Marke Sorgen machen. Ist das ein Problem? Keine Ahnung.
Wenn Sie besser über die Medienmaschinerie Bescheid wüssten, wäre es vielleicht anders gelaufen. Ha? Oder auch nicht. Wir haben jetzt mehr Zuschauer und jeder will einen Teil vom Kuchen. Wenn wir das Produkt nicht toll verpacken, will es niemand sehen. Ich will deine hübschen Bilder und so nicht dissen, aber mir kommt das alles sehr aufgesetzt vor. Weißt du, was ich meine? Lass das bloß Sitara nicht hören. Der doppelte Ray. Josh, was sagst du? Holmes Datenbanken sind voll mit allen möglichen nützlichen Infos. Ich habe hier eine Liste von Leuten, die DedSec beitreten würden, wenn man es ihnen anbietet. Geht leider nicht. Es gibt eine Grenze. Wenn wir zeigen, dass DedSec für Datenschutz steht, können wir diese Daten nicht für uns selbst nutzen. Aber wir nutzen gestohlene Daten. Sogar der Profiler. Stimmt. Und wir nehmen auch notwendige Übel in Kauf. Aber nicht in aller Öffentlichkeit. Ob das moralisch ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Diese Daten gibt es schon. Sie nicht zu nutzen, wäre unmoralisch. Lösch die Tabellen, Josh. Ja, ja, heutzutage. Für die Öffentlichkeit muss man immer allglatt sein, ne? Gehen wir mal hier hin. Gibt's irgendwas Neues hier im Shop? Oberteile. Ich war so schön dandy. Egal, wir wechseln hier mal durch die Horrorshow. Brillen gibt's keine. Hüte. Der Sensenmann. Taschen gibt's keine. Unterteile. Nope, Alter. Nope. Bada boom. Masken. Ich brauche unbedingt mal neue Masken. Habe ich irgendwas Tolles hier? Premium. Habe ich irgendwas Premium-mäßiges? Okay, nehmen wir die mal mit. Premium-Taschen. Alles klar, nehmen wir die hier mit. Premium-Brillen? Keine. Auch nix. Alles klar, ich bin heute ein bisschen düster unterwegs, aber hey, ein Freund ist gestorben. Ich finde, da kann man schon mal so rumlaufen. So, hier noch hin, ich will mal gucken, ob es irgendeine neue, coole Waffe gibt, die ich ganz gerne hätte. Ein Goblin ist zwar ziemlich nice, aber boah, sind die Dinger teuer. Ja, fick die Wand. Wahnsinn. Alles klar, der Traum ist eben gerade gestorben. Das sind Lackierungen, oder? Ja, ja, ja. Nehmen wir mal das hier und hier. Jumpy. So. News. Die Zahl der Anhänger der Hackerzelle DedSec ist in den letzten Monaten gestiegen. Yes. Es gibt Gerüchte, dass sich bestimmte Silicon Valley Insider für einen neuen Hackerangriff wappnen. Die anonyme Hackergruppe verfolgt inzwischen höhere Ziele und hat mehrere Firmen und Institutionen bloßgestellt, wegen angeblicher illegaler Praktiken. Dies hat die Aufmerksamkeit vieler Bürger geweckt, die DedSecs Ziele befürworten, wenn auch nicht unbedingt ihre Methoden. Ja, wir sind ja so cool, DedSec, wir reden keinen Schmuhl. Wo müssen wir jetzt hin? Da drüben? Nebenoperation. Was ist eigentlich aus dem Kartrennen-Dings geworden? Die will ich eigentlich noch fertig machen. Allgemein will ich eigentlich die ganzen Nebenoperationen mitnehmen. Es gibt ja auch eine ganz coole Nebenoperation, haben mir schon Leute geschrieben, wo ich einen alten Freund wiedersehe. Der wäre natürlich ganz nice, oder? Essay. Gut, dann brettern wir mal ganz schnell noch da drüben hin. Oh, der Wind, der pfeift so schön. Ja, wir haben unseren Freund die letzte Ära erwiesen, aber irgendwie finde ich, es war nicht genug, oder? Was meint ihr? Es war einfach nicht genug. Man hätte mehr machen können. Das kommt auch so ein bisschen emotionslos rüber. Oh, da war mein Lieblingsauto. Sollen wir es nehmen? Ach komm, jetzt bin ich hier gerade so schön in Fahrt. Mein Lieblings-Nudelmobil. I drive. Wir müssen auch unbedingt mal wieder leveln, ne? War auch ganz gut. Wow, knappes Ding, Alter. Knappes Ding. Das gehört alles zu meinem Plan. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue.
Immer noch Teil von meinem Plan. Besorgen. Ich muss ihm was besorgen. Kein neues Rennen, sondern wieder hier eine Besorgung. Irgendwas Nudeliges gibt's hier. Gut, gehen wir mal hin. Schwupp. Kann ich die Rutsche hoch? Nein. Kann ich sie runterrutschen? Hoffentlich, das wäre so cool. Ich verschenke das Zeug. Einkaufen? Moment, ich verschenke es wirklich. Oh, ich kann mich benudeln. Will ich mich nudeln? Will ich ein bisschen nudelig aussehen? Ja, gut. Aber mehr gibt's nicht, nur das Nudeloberteil. Mehr haben die hier nicht. Hm. Tja. Jetzt bin ich ein bisschen nudelig unterwegs. Da habe ich aber eine andere Hose. So. Trauerphase vorbei. Ich bin genudelt. Okay, wie komme ich nach oben? Wie komme ich da hin? Ich soll da hin? Wo? Hier. Jumpy? Brauche ich dich? Muss ich mit dir die Rutsche hoch? Oh, das sieht jetzt cool aus, oder? Mit dem Weiß und Rot. Er kann auf jeden Fall die Rutsche hoch. Ich weiß nicht, ob es hier noch einen anderen Weg gibt. Okay. Mission abgeschlossen. Das ging unglaublich schnell. Bekomme ich dafür irgendwas? Oder Follower, Geld, Erfahrungspunkte? Alles klar, wir bekommen Follower dazu. Und einen Call. Ich hab den Geschwindigkeitschip. Oh ja. Bauen wir ihn sofort ein. Okay, das nächste müsste eigentlich hier in der Nähe sein. Oder auch nicht. Was? Ganz hier drüben? Ganz hier drüben muss ich hin? Moment, bevor ich aber hier die Mission starte, schauen wir mal, ob ich hier noch einen kleinen Bonus bekommen kann, nämlich fürs Fahren. Warte mal, was ist das hier? Fehlende Kerndaten. Ganz großes Kino. Na gut, reden wir mit ihm hier. Im letzten Rennen geht's um alles, Marcus. Lass mich nur machen. Es gibt nur ein Rennen. Du hast eine Chance, um es den großen Jungs endgültig zu zeigen. Los geht's. Ghetto Faust. Gewinnen wir das Ding. Okay, die Nummer könnte wirklich verdammt schwierig werden. Wegen der Lenkung. Das Ding hat so eine dreckige Lenkung. Alles klar. Und hier gibt's den ersten Crash. Ein Fehler. Und ich bin möglicherweise Geschichte. Alles klar, wir nehmen einfach alles mit. Hartplastik. Erwischt. Alright, Konzentration. Da vorne kommt laut Minimap eine sehr steile Kurve. Wow, Lady. Lady. Zieht hier einfach bei mir rein. Uncool. Fucking uncool. Erwischt. Noch bin ich vorne. Noch kann ich hier was reißen. Heftig, heftig, heftig. Hier wieder ein bisschen boosten. Das Ding da vorne ist halt wirklich ziemlich beschissen. Weil hier kannst du null Gas geben und driften kannst du mit der Mühle komplett vergessen. Dafür ist die Lenkung zu anfällig. Wow, 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 das meine ich, das meine ich. Einmal zu stark hier in die Kurve gehen. Für das Baby braucht man Gefühl. So, hier rum, Boost. Nice. Nice, nice, nice. Runter vom Gas, rum. Wow, gefahren wie ein Gott, oder? Ich sagte doch, Oakland kann es schaffen. Du hattest absolut recht, Marcus. Es war ein Vergnügen, mit dir zu fahren. Bis dann, Taylor.
Ja, Mann, wir haben es hinbekommen. Ich bin der King. Ich bin der absolute King. Gut, Leute, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen. Beim nächsten Mal wieder einschalten, bewerten nicht vergessen und tschüss.